Als nächster an Bord Leopold Steinbichler, Landwirtschaftssprecher beim Team Stronach. Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher auf der Tribüne und vor den Fernsehgeräten. Kollege Vogel, ich darf noch ganz kurz replizieren. Danke, wir kommen uns immer näher. Mir geht es darum, dass das verhindert wird, dieses GGA-Zeichen, weil es ein Betrugszeichen ist, weil das entsteht so. Wir haben auch den Lostwagen fotografiert, wo die Waren angeliefert werden. Die neuen iPhone 7, Herr Minister, machen das. Da haben wir am nächsten Tag Datum, Uhrzeit und genau den Ort mit Pfeillöser. Das ist schon ein bisschen einfacher geworden. So wird heimische Qualität erzeugt. Aber es ist heute ein schöner Tag und ich darf vorher noch, Herr Kollege Vogel, 10 bis 12 Jahre arbeite ich jetzt an dem Thema Palmöl. Und mir das erste Mal mit dem Thema, mit einer Pflanzensprühsahne, von einer bäuerlichen Genossenschaft zur Generalversammlung gefahren bin, hätten mir die Bauern fast psychiatrieren lassen, weil sie gesagt haben, was tut er denn mit dem Sprühdosel da bei der Molkereiversammlung? Weil sie gar nicht glaubt haben, dass es möglich ist, mit Palmöl Schlagwurfs zu substituieren. Nur die Schweinerei ist das, wenn das dann in eine bäuerliche Genossenschaft der Generalimporteur ist von dieser Palmölsahne, das ist nämlich die Gmundner Milch. Ich muss sie nennen namentlich, weil seit 10 Jahren prangen die das an, seit 10 Jahren machen die das mit Unterstützung der bäuerlichen Funktionäre, mit Unterstützung der Bauernbundfunktionäre, weil andere sind dort nicht geduldet. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen einfach über die Fakten reden. Es hat überhaupt keinen Sinn, da über Nevolos zu verdächtigen oder irgendwen anzuprangern. Und es ist ja alles schwerstens in Ordnung. Alles ist bestens. Na, reden wir halt über die Tatsachen. Und Herr Kollege Vogel, ich bin froh, dass ich das zweite Tafel mitgenommen habe. Weil das ist genau der Beweis, wie dieses Ammergütesiegel dann missbraucht wird, Herr Minister. Schau, das ist einmal die Bergland. Butter mit einem Gütesiegel und einmal das Fest, das Palmölfett. Und wenn die Backerl ausgepackt sind, sie schauen beim Einkauf schon täuschend ähnlich, aber wenn sie dann ausgepackt sind, heute früh im Hotel, das in Scheiben hergeschnitten ist, dann kann kein Konsument das mehr unterscheiden, weil die Agrarindustrie und die Lebensmittelchemiker bringen das auf Originalgeschmack. Also wir müssen das wirklich einmal die Kirche im Dorf lassen und aufhören, da von der schönen Heidi-Welt zu träumen. Und deshalb bin ich so stolz, dass endlich einmal ein erster kleiner Schritt geschafft wurde mit dem Verbot beim Palmöl in den Ammergütesiegelprodukten. Wir sind letztendlich nach der Agrarausschusssitzung zur OE24 gefahren zur Diskussion. Wunderbar, mit Ammergütesiegel und Palmöl. So lädt hat der Kollege Janak schon in anderer Form gehabt. Ich habe auch noch 2 Packungen mit Ammergütesiegel und Palmöl. Und wird laufend jetzt Produkte präsentieren in den nächsten Jahren, weil das dauert noch lang. Und da können Sie sich verlassen, dieses Thema ist den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern wichtig. Weil wir dürfen den Bürgerinnen und Bürgern, Kollege Vogler, wenn du sagst, oder irgendwer hat gesagt, ich bin ja kein Arzt. Jawohl, die Ernährungswissenschaftler bestätigen, und in Italien wurde Nutella aus den Regalen genommen, dass eine der Säuren krebserregend ist bei Palmöl und was da für ein Klimawandel verursacht wird. Wenn in der Stunde 1000 Hektar Regenwald gerodet werden, wenn das Klima und die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zerstört wird, mehr möchte ich nicht sagen. Wir stimmen den Antrag zu, Landrat, danke Wolfgang, und werden das weiterverfolgen jetzt bis zu den Futtermitteln mit einmal gütesiegelfähigen Palmöl. Auch dort haben wir es drinnen. Vom Rinderfutter über Kälberfutter bis zum Katzenfutter, Hundefutter und Fischfutter. Danke. So der Landwirtschaftssprecher des Teams Stronach, Leopold Steinbichler.